Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video und heute probiere ich mal noch was Neues. Also das letzte Video, was ich neu probiert habe, war ja das Walking Dead Onslaught Video, Info, Trailer Reaction Video und so weiter. Das kam relativ gut an, also von den Kommentaren her auf jeden Fall. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt machst du noch mal eine kleine News-Sendung. Ich habe mir ein paar Infos rausgesucht von ein paar Homepages, die wir nachher so ein bisschen abgehen. Also ich habe mal ein bisschen rumgesucht im World Wide Web und da für mich ein paar interessante Neuigkeiten rausgesucht, die es jetzt so rund um VR gibt. Und die würde ich einfach mal mit euch so ein bisschen durchgehen. Und bin natürlich auch gespannt, wie euch das gefällt. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr das Ganze dann einfach mal in die Kommentare packt, was ihr daran gut fandet, was nicht gut war und ob euch es nicht gefallen hat. Ob euch es gefallen hat, natürlich auch. Wenn euch gefallen hat, natürlich ein Like raus. Würde mich natürlich freuen. Und wenn euch nicht gefallen hat, bin ich natürlich auch für Kritik offen. Also wenn es nicht unter die Gürtellinie geht, bin ich für Kritik immer zu haben. Und es sollte fair bleiben, das Ganze. Und bin ich auch dafür zu haben, mir mal ein bisschen Kritik anzuhören. Definitiv. Ja, meine persönliche erste News, meine Valve Index Controller sind defekt, also einer auf jeden Fall. Ich habe es in den letzten Streams immer wieder aufs Spiel geworfen, dass ich Probleme hatte. Das lag jetzt definitiv am Valve Index Controller, also ich habe es letztens nochmal getestet ohne Spiel und ich habe das Problem, dass nach unten gar nicht mehr geht. So, ich kann den bewegen nach unten. Aber es erfolgt in VR keinerlei Reaktion. Wenn ich nach oben drücke, bleibt der auf einmal virtuell hängen. Also der schnappt zurück, wie ihr seht. Ich versuche es zeigen. Ne? Also ganz sauber funktioniert der. Er klickt sogar, ja. Nicht das Problem. Aber er bleibt virtuell oben hängen und somit läuft der Charakter einfach vor und das war mir nie bewusst. Ich habe es immer irgendwie letzten zwei, drei Male immer aufs Spiel geschoben und der ist jetzt definitiv kaputt. Und Valve hat mir aber jetzt zugesichert, dass ich die zurückschicken kann und neue erhalte. Ich habe jetzt aber nochmal angefragt, ob ich erst ein Paket erhalten kann, dass die das quasi zeitgleich rausschicken, damit ich weiterhin mit der Valve Index streamen kann, weil es mir einfach besser gefällt, auch weil ich hier den Chat besser auf die Hand legen kann. Das geht mit der Oculus Rift S nicht immer, weil das Programm das nicht ganz zulässt, dieses Daily OVR, glaube ich, hieß das, oder Daily, ich glaube Daily OVR. Und da warte ich jetzt noch auf eine Antwort, also definitiv tauschen die mir beide aus. Ich hatte mit dem rechten auch immer das Problem, dass die Grip-Taste manchmal hängen blieb. Haben jetzt beide ausgetauscht. Erstmal super Support. Antworten auch relativ schnell, also super. Ja, jetzt kommt die erste News und die erste News ist PSVR. Also es gibt auf meinem Kanal ja nicht immer PSVR. Aber die News wollte ich jetzt trotzdem raushängen oder rausholen, denn finde ich super interessant und auch wenn mir die erste PSVR überhaupt nicht zugesagt hat oder nicht gefällt, wollte ich euch das jetzt zeigen und gehen wir einfach mal auf die Homepage. Okay, hier sind wir auf PCGH, also PC Games Hardware und Sony arbeitet offiziell scheinbar an einem Nachfolger der PSVR, also eine Stellenausschreibung deutet darauf hin, dass jetzt die PSVR 2 eventuell entwickelt werden sollte, also ist alles noch nicht so wirklich klar und es gibt ein Stellenangebot und hier wird es auch maschinell aus dem Japanischen übersetzt. Entwicklung eines Head-Mounted-Displays für VR der nächsten Generation. Wir entwickeln einen VR-Head-Mounted-Display der nächsten Generation und werden für das mechanische Design des Objektivtubus und des kleinen und leichten Gehäuses verantwortlich sein. Dass das optische System, das die Wärmeableitungsdesign und die Entwicklung einer Vorrichtung zur Bewertung des Systems unterstützt. So, alles was so ums Headset geht, soll da entwickelt werden, neu designt werden und die suchen halt dafür wirklich einen Leiter, der wahrscheinlich eine Abteilung gründet, aufbaut und finde ich echt interessant. Bisschen blöde ist, die setzen das Ganze für 5 Jahre an und wo sind wir dann? Also PCGH schreibt auch hier für die PlayStation 6, also jetzt kommt ja schon die PlayStation 5 raus.
Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass davon jetzt schon ein neues Headset rauskommt und so weiter. Ja, dürfen wir echt gespannt sein. Und also was mir an PC oder PSVR nicht gefallen hat, ist einmal, das Headset war okay, also zum Vergleich zur ersten Oculus Rift war das vollkommen in Ordnung, auch von der Bildqualität her und so weiter. Jetzt kann es natürlich nicht mehr mithalten, meiner Meinung nach. Aber dass man sich, also zu meinem damaligen Test, den ich gemacht habe beim Bekannten, ja, Controller, die haben mir überhaupt nicht zugesagt, dass ich nicht frei im Raum bewegen konnte, hat mir nicht gesagt. Oh. Ja, das sind so klar kleine negative Teile, die ich da so entdeckt habe. Natürlich ist das super cool, dass PlayStation VR rausgebracht hat. Das hat VR natürlich auch gepusht. Aber ja, meins war es nicht. Aber cool, dass da genug Fans gibt, die da wirklich auf PSVR stehen und das auch unterstützen. Nichtsdestotrotz hat es auch da seine Daseinsberechtigung. Sieht man ja natürlich, wie viel die davon verkauft haben. Also es ist ja einiges. Ich glaube, das hat wie einen Riesenschub gegeben, das Ganze. Ja, lassen wir uns einfach überraschen. Aber wie gesagt, 5 Jahre ist eine lange Zeit und da kann viel passieren. Da kann schon die Oculus Rift 4 rauskommen. Oder die Quest 3. Also wer weiß. Aber cool, dass weiterentwickelt wird. Das ist jetzt ja, meine positive Info, die ich hier rausziehe. Und ja, lassen wir uns einfach mal ja, gespannt sein, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und jetzt kommen wir zum Thema Viren, Bakterien und Corona. Ja, Corona ist ja allgegenwärtig. Viren, Pilze, Bakterien waren ja nicht schlimmer als heutzutage. Und ja, jetzt gibt es eine Lösung von Kabitech. Natürlich nicht unbedingt für den privaten Anwender, aber für Freizeitparks, VR-Arcade-Hallen und so weiter könnte das echt interessant sein, finde ich auf jeden Fall. Und ja, hier gibt es jetzt die CleanBox und die CleanBox arbeitet mit UVC-Strahlung. Hier wird das Headset reingelegt, reingehangen und wird 60 Sekunden mit UVC-Strahlung ja, bestrahlt. Und das soll dann ja, 99,9% aller Viren, Bakterien und Pilze töten. Gucken wir uns gleich mal das Video an. Auch SARS-CoV-2, also das ist unser Corona, ja. Und ja, ich habe selber erlebt im Freizeitpark Phantasialand und da gibt es eine VR-Achterbahn und die soll echt cool sein. Ich wollte die das erste Mal probieren. War leider nichts, weil die Brillen nicht ausgegeben werden dürfen. Und ja, natürlich wegen Corona, ne? Man muss da natürlich auch in den Warteschlangen und so weiter Maske tragen. Und ja, das wäre eventuell wirklich eine Lösung für Freizeitparks, dass die ihre Brillen damit bestrahlen. Und ja, muss wohl nachweislich wirklich 99,9% aller Viren töten. Gibt es auch gleich so ein Tech-Report, den gucken wir uns mal an. Schauen wir uns mal ganz kurz die CleanBox an. Da wird die Brille eingehangen. Einfach wird ein Button gedrückt, einmal für 60 Sekunden. Sieht auch noch stylisch aus, das Ding, ne? Ja, ist natürlich, wie eben schon gesagt, nichts für den Privatanwender. Also sei denn, ihr habt immer wieder zu Hause Leute, die nach Hause kommen und ihr Angst habt, die haben Pilze, Bakterien und Viren. Ich meine, gewisse Anzahl hat ja jeder. Aber ja, wie gesagt, eher was für Freizeitparks und so fort. Echt interessant. Und schauen wir uns mal ganz kurz den Tech Report an. So. Und hier wurde ein MRSA-Bakterium genommen oder Virus. Bakterium. Und Staphylococcus aureus. Und ja, der kann, glaube ich, riecht nicht so wirklich gut auf Antibiotika an. Und der wurde wohl ziemlich gut reduziert dadurch. Und abgetötet. Könnt ihr euch auf kbtec.de mal anschauen, wenn euch das so interessiert, die wissenschaftliche Seite.
Und hier sieht man, wie die Reduktion da am meisten war. Nose Bridge, natürlich hier die Nasenflügel, Forehead, ne, haben wir hier das Cover. Vorne, hier ist der Nasenflügel. Und Tempel bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, was das sein soll. Ist das vielleicht da hinten? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall, das könnt ihr euch dann mal anschauen. Gehen wir nochmal zurück. Ja, hier steht's, die Cleanbox ist besonders geeignet für alle VR-Headsets, auch mit Kabel, Kopfhörer, Mundschutz, Controller, Freizeitparks, auf Messen, Events, in Showrooms, in VR-Game-Arkaden und alle anderen Gelegenheiten, bei denen sie Krankheitserreger brauchen können. Krankheitserreger können wir sowieso nie brauchen. Von daher ist das natürlich ganz gut. Und da gibt es auch einen Nano-Gel dazu. Und ich kenne Nano-Sprays nur so von Bildschirmen, Brillen und so weiter, damit man leichter Schmutz entfernen kann, damit sich Schmutz nicht mehr so schnell absetzt in den Sachen und die auch leichter zu entfernen sind. Und ja, damit kann man die vorher reinigen. Und ja, Controller, Brille und so weiter, alles was gereinigt werden kann, das kann dann auch nachher in diesen Gerät, in diese Cleanbox auch eingebracht werden und ja, dann kann man die reinigen und Bakterien, Pilze und Viren abtöten. Ja, wie gesagt, wenn ihr da Interesse habt, Gabitec ist euer Ansprechpartner da und ja, dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Okay, kommen wir zur nächsten News. Linkin Park rockt Beat Saber, 11 neue Songs, also es gibt ein Beat Saber DLC. Ich bin kein Beat Saber Fan oder mega Freund davon. Kann diese Musik nicht, diese Musik Games nicht so gut. Und ja, aber ich liebe Linkin Park und mir tat es damals auch tierisch leid, als 2017, Juni war es glaube ich, der Chester Bennington sich das Leben genommen hat und fand ich super traurig und ja, war ein super Musiker, super Sänger und heute noch gerne die ganzen Songs von Linkin Park. Auch wenn ich Tupac VR heiße, ne? Ich höre natürlich auch gerne Tupac. Aber so rockige Musik ist auch mein Fall. Und ja, hier gibt es die ganzen Titel jetzt. Ihr könnt die Titel einzeln kaufen für 2 Euro das Stück. Und das Gesamtpaket kostet 14 Euro. Ist natürlich nicht wenig Geld, aber wer auf diese Musik steht, wer Beat Saber mag, sollte ja echt zuschlagen, finde ich. Und das Ganze steht auch für die Quest, für die Rift S, Valve Index und PlayStation VR zur Verfügung. Und ja, wenigstens nichts Exklusives für irgendwie einige Brillen. Wer das Songpaket erwirbt, erhält Zugriff auf 55 neue Beatmaps und die erste geschlossene Spielung. Ein Tunnel mit Linkin Park Logo und einem Lichteffekt. Ja. Zweiten Mal gibt es da Rockmusik. Ja, wie gesagt, wer Linkin Park mag, wer Beat Saber mag, also der sollte hier definitiv sagen, ich habe Beat Saber immer noch nicht, ich habe es mal getestet und ja, wie gesagt, mein Fall war es nicht so ganz. Wenn Beat Saber mir einen Key zur Verfügung stellen würde, würde ich natürlich nochmal für euch testen, aber für mich lohnt sich ein Kauf nicht, weil ich es einfach, ich würde es ab und zu mal vielleicht für euch zeigen, wenn neue Titel raus sind oder so weiter, aber ansonsten würde sich ein Kauf für mich nicht lohnen, von daher sehe ich erstmal davon ab. Ja, ich würde sagen, kommen wir zur nächsten News. So, jetzt machen wir eine kleine Zeitreise. Wir sind immer noch bei Mixed.de. Ein VR-Kultspiel soll neu aufgelegt werden. Tactical soll bald wieder seine Kreise ziehen. Albtraum werden. Ja, in den 90ern gab es ja einen Mega-VR-Boom. Da wurde ja auch an VR entwickelt. Und dann irgendwann wurde dann eingestanden. Die Hardware ist einfach noch nicht so weit. Und ja. Aber trotzdem cool, dass sie damals schon an VR entwickelt haben. Und es muss aber damals kein Spaß gewesen sein, denn die Latenzen waren viel zu hoch. Und ich merke das heute noch, wenn irgendein Spiel ein bisschen ruckelt oder die Latenz zu hoch wird, warum auch immer, durch irgendwelche kleinen Fehler, wird mir direkt ziemlich übel. Und ja, genauso ging es den Leuten in den 90ern wahrscheinlich auch. Also da waren mit Sicherheit einige Motion Sickness anfälligen Leute. Und ja, die werden damals keinen Spaß gehabt haben und deshalb ist das Ganze dann auch wahrscheinlich irgendwann dann eingestampft worden. Bis dann Oculus dann rauskam mit diversen DKs, ne? Development Kits. Und ja, jetzt stehen wir hier, ne? Und haben, man kann sagen, man hat schon verdammt gute VR-Headsets. Also das, was momentan draußen ist, macht schon Spaß.
Und auch wenn es noch kein Mainstream ist, sondern immer noch so eine kleine Nische, macht es schon verdammt viel Spaß und sollte eigentlich jeder mal erlebt haben, meiner Meinung nach. So, jetzt gucken wir uns mal ganz kurz so ein bisschen das 90er-Video an. Das fand ich ganz, ganz interessant, ganz nett. Da hat man sich wirklich in VR dann getroffen, also beide mussten dann wirklich im gleichen Raum dann auch stehen. Hier wird es dann gezeigt, man hat einen riesen Helm an. And of course you see that you have a gun in your hand and to fire the gun you simply press the trigger. And I'll get in and join you. Und dann hat man sich gegenübergestanden und konnte sich dann gegenseitig auch abschießen. Computer that tracks our individual motions. Waldron and I are now both inside the same electronic world. There you are. Hi. Hello there. Das war natürlich damals der Mega-Burner, ne, dass man sich dann in VR gegenüberstehen konnte und ja, konnte man sich auch irgendwie abschießen. Scheinbar. Also ich kenne das Spiel, ich habe es auch nur von Bildern und Videos noch gesehen, das kommt vor. Und ja, jetzt soll es eine offizielle Neuauflage des VR-Klassikers geben und ich bin cool, wenn so Klassiker dann nochmal den Weg in den neuen Headsets finden, egal was für Klassiker sind, das ist natürlich jetzt ziemlich alt, aber ich denke ja mal, also cool wäre, wenn es dann wirklich eine Retro-Version gibt und dann eine Neuauflage wirklich mit neuer Grafik, das wäre natürlich cool. Oh, das Ganze geht 10 Minuten, das Video hier. Wird so gezeigt, was so in den 90ern alles so los war. Oh, da sehen wir Boxen. Da kann Thrill of the Fight definitiv einpacken. Also ich finde es super interessant, was sie da damals in den 90ern gemacht haben. Und wenn euch das auch interessiert, ja, schaut einfach mal rein. Und ja, ich wollte es einfach mal kurz anreißen, dass da eine Neuauflage stattfindet. Vielleicht kennt ihr Leute, das noch, diesen alten Titel hat es eventuell sogar auf den originalen VR-Headsets schon gezockt. Leider nicht, das war nicht meine Zeit. In den 90ern habe ich C64 oder Amiga gespielt. ja, so war das. Ja, dann geht's schon los zur nächsten News. So, die nächste News ist auch was für Filmfans. Kubrick VR, Fan macht Filmsets virtuell begehbar. Man kann es leider momentan noch nicht selber testen, aber es gibt dazu ein Video. Tim Wild Goose ist ein Filmregisseur, der arbeitet in der Filmindustrie und ja, jetzt wo Corona am Start war, hat er sich gedacht, also er ist VR-Fan, großer VR-Fan und er hat sich gedacht, ich baue jetzt einfach mal die Filmsets nach von diversen ja, Kubrick-Filmen und ja, da war dann The Shining, Dr. Strangelove, der andere Film, Odyssey im Weltall, 2011 oder irgendwie sowas. Gucken wir gleich, werden wir gleich sehen. Und der sieht mega Potenzial in VR, auch für die Filmindustrie. Und ja, hat er das mal nachgebaut, das Ganze. Und ja, ich bin auch Filmfan, also ich finde The Shining auch echt cool. Auch diese alte Version, besonders die alte Version. Und ja, die alte Technik steht hier, hat die Studio-Bosse damals nicht wirklich überzeugt. Aber ich denke, wenn wir noch ein paar Stationen weiter sind, was die VR-Headsets angeht, dann wird das auch wirklich die Filmindustrie überschwappen. Und dann werden wir eventuell sogar in Kinosälen VR-Headsets haben, wo wir dann ja, Filme wirklich in VR genießen können. Wer weiß. Und hier steht das nochmal mit Corona, ne? Quarantäne, hat er dann daran gearbeitet, hat sich dann Blender und Unreal Engine Wissen selbst beigebracht. Genau, Dr. Strangelove 2001, Space Odyssey und The Shining. Und ja, schauen wir mal ganz kurz in das Video hier rein. Ich versuche nachher auch alles in die Beschreibung zu verlinken. Schade, dass man es selber noch nicht wirklich in VR erleben kann. Aber er versucht momentan, alle Leute da wirklich ins Boot zu holen, anzuschreiben, damit er das öffentlich rausbringen kann als kleine Demo. Und wer die Filme kennt, der wird natürlich hier die ganzen Sachen dann wiedererkennen auch.
Ja, wer kennt das nicht aus Space Odyssey? Finde ich auf jeden Fall interessant, dass sich wirklich Leute aus der Filmindustrie damit auch beschäftigen. Und ja, also mal so wirklich einen Film, kompletten Film in VR zu erleben, ist mit Sicherheit auch cool. Und das wusste ich auch noch nicht, dass bereits Regisseure, Produzenten und so weiter jetzt schon auch VR nutzen, um besser in die ganzen Szenen einzutauchen und so weiter, um das Ganze aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und so weiter und so fort. Und ja, dass die das jetzt schon nutzen, wusste ich nicht. Ich dachte, dass so weit wären die da auch noch nicht in Hollywood. Aber interessant, ne? Auch zu Avatar und so weiter, König der Löwen wurde damit auch gemacht. Ja, sehr interessant. Werde ich auch in die Beschreibung packen und wir gehen zur nächsten News. Ja, es gab ja schon öfters Meldungen zu Apple VR, dann wieder, nein, Apple kommt, macht nichts und ja, Mixed Reality Brillen und ja, jetzt gibt es wieder, sind Patente aufgetaucht, die ein wirkliches Warnsystem ja, abbilden sollen und so wie es ungefähr bei Oculus Rift ist und Quest, dass man wirklich ein Gitter hat und ja, dann, wenn man das Gitter verlässt, dann die wirkliche Umgebung einblendet und gehen hier sogar noch ein Stück weiter und die blenden natürlich auch die Umgebung dann irgendwie ein, leicht, wenn man ein bisschen weiter noch weg ist, erscheint das leicht, dieser, das soll jetzt für MR-Brillen sein, kann dann natürlich aber auch auf VR-Brillen dann umgemünzt werden und wenn man zu nah dran ist, dann erscheint das Objekt komplett in der Brille. Und ja. Genau, und hier wird dann beschrieben, dass, ich sag mal, die Umgebung dann wirklich eingeblendet wird, die wirklich physische Welt. Und dass dann eine kleine, also ich verstehe das jetzt so, dass eine kleine Tür als Portal dargestellt wird und dass man darin dann die wirkliche VR-Anwendung dann weiterhin sieht und dann auch in diese Richtung dann gehen kann, damit man wieder weiß, okay, in diese Richtung ist auch wieder Platz, wo ich wieder spielen kann, in dem Spielbereich sich befindet. Und wäre natürlich auch eine coole Idee, ne? Ich meine, bei klein wenig Platz ist das dann natürlich uninteressant, aber ich würde sagen, das reißt einen nicht so mega raus, als wenn man dann auf einmal plopp und das ganze, die ganze wirkliche Welt dann aufploppt, dass das dann dezent so als Tür dann dargestellt wird. Ist interessant, dass Apple daran auch arbeitet, wie auch immer das dann umgesetzt wird und in welche Brillen das eingepackt wird oder in welche Handy-Hardware, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall haben die ein Patent damit belegt. Ja, auch eine kleine News. Ich sag mal, wenn Apple auch in diese Richtung produzieren würde, wäre das auch wieder eine coole Sache. Das würde VR auch wieder pushen und das hilft VR auch nur. Und von daher, ja, hoffe ich mal, dass da irgendwann mal was Richtiges rauskommt. Okay, nächste News. So, wir kommen auch langsam dem Ende hinzu, aber noch zwei News gibt es. Also Places, Deutschlands erstes Festival für Virtual Reality, geht in die zweite Runde vom 20.08. bis 22.08. Und ja, da hat der Zitronenarzt mich drauf gebracht, dass man das definitiv mal erwähnen sollte. Und ja, da gibt es Livestreams, man kann auch ab Freitag vor Ort sein und der Zugang zum Festival und den Livestreams. Also, ihr könnt wirklich da auch dran teilnehmen, wenn ihr zu Hause seid oder ihr fahrt einfach nach Gelsenkirchen, meiner Lieblingsstadt, weil ich Schalke-Fan bin. Und ja, schaut euch das an. Ich kann leider nicht an diesem Wochenende, weil ich zu Besuch beim Andyman bin. Andyman kennt ihr bestimmt auch noch. Der hatte ja auch mal einen YouTube-Kanal. Der hat den sogar immer noch, aber da wird leider kein neuer Content erscheinen. Echt schade, weil er hat auch echt coolen Content gebracht und schade, dass der weggebrochen ist. Es war auch einer der ersten VR-YouTuber in Deutschland. Und ja, finde ich schade. Cooler Typ. Und schade, dass solche Leute dann aufhören. Aber natürlich ist Freizeit immer ein Problem, wenn man... Ja, das ist... Okay, ja, hier kann man sich einmal zum Livestream, ne? Geht natürlich erst Donnerstag los. Und... kann man sich das Programm auch anschauen.
das Programm am Donnerstag aussieht. Und den Freitag, da gibt es dann immer so kleine Themenbereiche, sprechen auch ein paar Leute dazu, und wie das Ganze aufgebaut ist, weiß ich nicht. Und ist auf jeden Fall super, dass sowas gibt, dass Leute sowas dann sich auch in die Wege leiten, dass sowas stattfindet, dass Leute sich auch über VR besser nochmal informieren können und sich Sachen ankönnen können und so weiter. Eventuell auch testen können. Finde ich cool. Und jetzt kommen wir zum ernsteren Thema, was VR betrifft. Los geht's. So, das finde ich echt super interessant. Ernstes Thema, aber das zeigt die Möglichkeiten von VR, dass es nicht nur um Spiele geht, sondern auch wirklich um richtig wichtige Dinge. Und zwar hat hier eine Uniklinik für Orthopädie in Innsbruck VR genutzt, und das ist die Oculus Quest mit Linkkabel, ne, wie man sieht. Und die haben natürlich nicht damit operiert. Also die nächste Stufe wäre natürlich, dass man einen Roboter damit bedienen kann, ne? Aber so weit sind wir noch nicht. Aber es war ein junger Mann, der hat einen Knochentumor im Bereich der Hüfte und der Lendenwirbelsäule, und der wurde gescannt, MRT, CT und so weiter und so fort. Und die haben es geschafft, diese Daten alle in ein 3D-Modell unterzubringen und das Ganze dann zu visualisieren in VR. Und so können die Operateure, die Chirurgen, können sich das Ganze dann von allen Blickwinkeln aus anschauen. Die können genau gucken, wo liegt der Tumor, können den farblich markieren, setzt der schon irgendwo an Knochen an und an irgendwelchen anderen Organen. Und das können die sich dann anschauen, und kurz, ob wir das auch groß anschauen können. Irgendwie nicht, das will mein Programm momentan nicht, aber gut. Schauen wir uns einfach so an. Hier sehen wir das Ganze. Und hier hat er das 3D-Modell vom Scan. Größer und kleiner ziehen. Drehen, wie er will. Und hier hat er jetzt den Tumorbereich, glaube ich, farblich wirklich dargestellt und konnte sich somit dann genau anschauen, wo sitzt der, welche Partien vom Körper hat er jetzt befallen. Und also mega. Ich finde es auf jeden Fall mega. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber schreibt es gerne auch in die Kommentare. Und da sieht man, VR ist nicht nur Zocken und Porno, Sex und weiß der Geier was, sondern auch solche wichtigen Themen können damit auch behandelt werden. Und die sind jetzt sogar dabei, bei Knochenbrüchen, bei komplizierten Knochenbrüchen, hat man natürlich überall im Körper, wo der Knochen gebrochen ist, Splitter. Und diese könnte man sich dann auch anschauen. Und wo liegen die, könnte man die sogar als Puzzle irgendwie zusammensetzen. Das würde dann das Ganze um vereinfachen, und man kann Fotos machen davon, man kann sich dann auch wirklich Aufzeichnungen machen. Und ich glaube, auch hier, was in dem Bild sieht, macht er gerade ein Foto von dem Ganzen, dass er sich dann später auch während der OP auch anzeigen lassen kann. Also top. Also da kann ich echt nicht mehr zu sagen. ich finde es interessant. Das war's aber auch schon. Gehen wir mal wieder zurück. So. Ja, das war jetzt meine erste richtige VR-News-Sendung. Ich hoffe, euch hat die gefallen. Ich habe mal so ein bisschen was versucht, und ich glaube, auf alle Themen stoßt ihr nicht immer. Manche Themen kennt ihr natürlich schon. Es gibt ja auch genug andere News-Seiten. Mix.de, da gibt es die VR-Legion. Die steht auch unten in der Beschreibung. Ja, sind auch immer top informiert. Da gibt es auch immer gute Beiträge, News, und die ganzen Videos von allen anderen VR-YouTubern seht ihr da, oder ein Großteil der VR-YouTuber ist da auch verlinkt. Könnt ihr euch natürlich dann auch die Videos anschauen von den anderen. Es gibt genug deutsche, gute VR-YouTuber, die guten Content machen. Ja, Leute, wenn euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen.
Ja, am besten helft ihr mir natürlich mit dem Abo-Button, denn mein Weg muss definitiv auf die 1000 zugehen und ja, ich erwähne es jetzt immer öfter, weil viele Leute gucken natürlich die Videos und nehme ich mich selber nicht aus. Also ich habe schon genug Videos geschaut, oben auf dem Fernseher, wo ich dann einfach ja, den YouTuber auch öfters gucke und dann einfach vergessen habe zu abonnieren. Deshalb, falls ihr vergessen haben solltet, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Und ja, euer Feedback ist mir sehr, sehr wichtig. Und schreibt in die Kommentare, wie ihr die Sendung heute fandet. Und ja, wenn euch gefallen hat, mache ich da gerne noch eine zweite Sendung von. Eine dritte, eine vierte, wer weiß. Okay, danke schön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.